Hallo Yogi-Freunde, ich bin's wieder, euer Dirk, und heute lassen wir unseren Gegner mal in dem Trüben fischen. Ich zeige euch mein Kraken-Control-Deck. Viel Spaß! Trader, mit uns hast du gute Karten. Wer mich kennt, weiß, dass ich tendenziell halt eher Decks spiele, die nicht ganz so kombolastig sind und trotzdem eine ganze Menge Impact haben können. Und jetzt habe ich mir mal das Hai-Kragen-Kraken-Deck mal vorgenommen. Ein sehr interessantes Wasserthemen-Deck, was man ja auch nicht so häufig sieht, denn Wasserthemen sind ja momentan eher unterrepräsentiert. Deswegen wurde es mal Zeit, dass auch hier mal wir die guten Fische auch anlässlich des anstehenden Releases vom Legendary Duelist Duels from the Deep mal gewürdigt werden. Deswegen habe ich jetzt mal ein kleines Kraken-Control-Deck, was eigentlich auch mehr so den Fokus der Haie auch wieder aufgegriffen hat, mitgebracht und stelle euch das mal im Einzelnen vor. Kernstrategie des Decks besteht darin, unser Bossmonster, nämlich die Nummer 4, den Tarnkrabben-Kragenkrake zu beschwören. Und in Kombination mit einer weiteren Karte, nämlich dem guten Gosen-Match, den Gegner großartig am Spielen zu hindern und ihn so Stück für Stück immer zu zermartern. Wir haben noch ein paar weitere sendete Control-Optionen in diesem Deck auch mit drin, die in dem Wasserthemen-Deck wirklich sehr gut zu Hause sind. Und was ich vielleicht noch sagen sollte im Vorfeld ist, ich habe dieses Deck noch ohne den neuen Support aus dem Legendary Duelist Set gebastelt. Das heißt, hier wird es nochmal künftig eine weitere neue Version geben, die noch ein bisschen anders auch ihren Fokus von der Strategie her legt. Nichtsdestotrotz wollte ich euch das Deckprofil nicht vorenthalten, denn es kann wirklich ein sehr, sehr starkes Deck werden und kann auch gerade gegen viele Meta-Decks interessant sein, weil sie einfach viele Decks einfach sehr, sehr gut auseinandernehmen und einfach dann ja zerlegen kann. Fangen wir mal mit dem Main Deck an. Üblicherweise, das ist ja so das Wichtigste eigentlich. Und gucken mal, was wir hier so drin haben. Den Anfang mache ich hier an der Stelle mit dem Kreissägenhai. Er ist so eigentlich die wichtigste Starterkarte in diesem Deck. Denn wir dürfen, wenn er auf dem Spielfeld liegt, ein Wassermonster wählen, das wir kontrollieren. Und dann ein Fischmonster aus unserem Deck beschwören, das die gleiche Stufe wie das gewählte Monster hat. Hierbei dürfen wir auch den Kreissägenhai selber wählen, um ihn zu beschwören. Beziehungsweise ein anderes Wassermonster zu beschwören. Wenn wir seinen Effekt benutzen, sind wir allerdings für den Rest des Spielzuges darauf eingeschränkt, dass wir nur noch Exis-Monster aus unserem Extra-Deck beschwören dürfen. Das ist zwar eine sehr harte Einschränkung, ist aber auch kein großartiges Problem, denn viele oder gerade viele der wichtigen Wassermonster sind sowieso halt Exis-Monster. Deswegen tut es auch nicht ganz so sehr weh, wenn wir auf Exis-Monster eingeschränkt sind. Die zweite wichtige Eigenschaft, die der Kreissägenhai mit sich bringt, und das ist halt eher für die späteren Deckbaus oder für die späteren Deckprofile noch interessant ist, wenn wir den Kreissägenhai für eine Exis-Beschwörung benutzen, dürfen wir ihn nicht nur als Level 4 Monster behandeln, sondern auch als 3 oder 5. Also von daher haben wir hier ein sehr großes Spektrum an Exis-Beschwörungen, die wir durchführen können, wenn wir den Kreissägenhai benutzen. Wichtig hierbei ist, das beschworene Exis-Monster muss ein Wassermonster sein. Das schränkt den ganzen, sag ich mal, Kreis der Monster, die wir beschwören können, zwar ein bisschen ein, aber nichtsdestotrotz sind unsere Meeresbewohner nicht zu verachten und der Kreissägenhai an der Stelle dementsprechend auch nicht. Den zweiten Meeresbewohner, der sich in die Hai-Riege einsortiert, das ist der gute Laternenhai. Diese Karte hat auch den gleichen Effekt wie der Kreissägenhai, dass er nämlich auch als Level 3 oder als Level 5 behandelt werden kann, sollten wir ihn für ein Wasser-Exis-Monster benutzen. Sein zweiter Effekt besagt, dass wenn er als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, dass wir ein Wassermonster Stufe 3, 4 oder 5 als Spezialbeschwörung von unserer Hand in Verteidigungsposition beschwören dürfen. Da haben wir eine ganze Menge zur Verfügung, die wir beschwören können. Und sorgen halt hierfür, dass wir auch relativ einfach und schnell auf unser passendes Wassermonster, Wasser-Exis-Monster kommen. Also von daher, viel Beschwören ist hier so das A und O, um einfach möglichst viel dem Gegner auch vor die Füße werfen zu können, dass er auch gar nicht erst großartig Fuß fassen kann in unseren, ja, sag ich mal, Tiefseegefilden. Wichtig hierbei ist, wenn wir diesen Effekt benutzen, dürfen wir auch hier für den Rest des Spielzuges nur noch Exis-Monster aus unserem Extra-Deck beschwören, aber auch hier, wie gesagt, die Einschränkung ist nicht besonders schmerzhaft, da kommen wir ganz gut mit klar. Es gibt zwar ein paar Karten in unserem Deck, die einen anderen Monster-Typ aus dem Extra-Deck beschwören wollen, aber solange wir daran denken, dass wir das halt vorher tun, bevor wir die Effekte von dem Laternenhai oder auch von dem Kreissägenhai benutzen, sind wir da vollkommen fein. Die nächste wichtige Karte, die dafür sorgt, dass wir auch schnell ins Spiel finden, insbesondere um auf unseren Kreissägenhai zu kommen, das ist die wunderschöne
Prinzessin oder die Tunderschöne Prinzessin, ne? Unser kleiner Thunfisch, die sich selber als Tribut anbieten kann oder sich selber verbannen kann, wenn sie beschworen wird, um dann ein Fischmonster der Stufe 4 niedriger aus unserem Deck zu beschwören. Das ist halt wirklich eine sehr, sehr gute und wichtige Starterkarte. Die sollte man auch durchaus dreimal spielen. Es gibt durchaus ein paar Deckprofile, die sie auch nur zweimal mit ins Deck gepackt haben. Dadurch, dass aber sie ein wichtiger Starter ist, um unsere Kombos ans Laufen zu kriegen, würde ich sie auch wohl durchaus dreimal sehen wollen. Einfach damit wir sie auch möglichst sicher in der Starthand halten, um auch ihren Effekt zu benutzen. Denn, wie gesagt, die Schlüsselkarte hier zu dem ganzen Spiel, die wir hier haben, ist unser Kreissägenhai. Und je einfacher und je schneller wir auf ein passendes Monster kommen oder auf dieses Monster kommen, desto besser ist es für unsere Strategie. Um weitere Monster auf das Spielfeld zu bekommen, um die Exis-Beschwörung auch durchführen zu können, habe ich noch ein paar kleine Beschwörungsextender, also Verlängerer oder Ergänzer, mit in reingenommen. Hier haben wir zum einen den stillen Angler, den wir spezial beschwören dürfen, wenn wir ein Wassermonster kontrollieren. Allerdings dürfen wir dann für den Rest des Spielzuges keine Monster mehr aus unserer Hand als Spezialbeschwörung beschwören. Das ist eine wichtige Einschränkung, die man berücksichtigen muss, denn wie gesagt, wenn man den Laternenhai unter anderem benutzen möchte, muss man das tun, bevor man den stillen Angler beschwört, weil sonst sperrt man sich seine Hand aus und das wäre natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Nichtsdestotrotz ist er ein wichtiger Extender für unsere kleinen Kombinationen, damit wir unsere zwei Level 4 Monster zusammenbekommen, um halt unsere Exis-Monster beschwören zu dürfen. Auch in Kombination mit einem anderen Monster kann der ganz interessant sein, wenn wir ihn relativ spät beschwören können, haben wir sogar im besten Fall die Möglichkeit, bis zu 3 Exis-Monster, beziehungsweise im besten Falle sogar 5 Exis-Monster auf das Spiel zu bekommen, wenn wir nämlich den guten Bahamut-Hai als zwei der 5 Monster berücksichtigen. Und ja, deswegen auf 3 durchaus eine wichtige Karte, deswegen sollte man auch nicht unbedingt viel weniger spielen. Dann in einfacher Ausführung habe ich den Hai rechte Hand mit hier drin. Das ist auch das erste beliebte Ziel, was man sich mit dem kreissägen Hai beschwören möchte. Reicht auf 1 auch vollkommen aus, denn man möchte ihn nicht unbedingt auf der Hand sehen. Es reicht ihn ab und zu, also absolut eigentlich vielmehr, ihn sich mit dem kreissägen Hai direkt aus dem Deck zu beschwören. Und dann haben wir die Möglichkeit, das Exis-Monster, was wir mit dem Hai rechter Hand und unserem Kreissägenhai beschwören, ja vor der Zerstörung im Kampf zu schützen. Das ist auch die wichtigste Funktion, die der Hai rechter Hand mit sich bringt, unser Schlüsselmonster davor zu bewahren, dass es durch Kampf zerstört werden kann. Alles Weitere regeln wir dann auf Umwegen oder durch andere Karten. Deswegen hier rechte Hand auf 1 ausreichend, auch wenn wir es potenziell schaffen können, damit dem Topf der Begehen, den ich auch mit drin habe, ihn uns auch mal zwischendurch zu verbannen. Aber wenn wir halt relativ früh anfangen, ihn erst zu beschwören und dann den Topf der Begehen zu benutzen, dann ist das auch kein großartiges Problem, wenn man die Karte nur einmal spielt. Die nächste Karte, die uns so ein bisschen, ja sag ich mal, Karten wieder zurückgibt, ist die lautlose Meeresnessel. Denn wenn wir ein Wassermonster kontrollieren, können wir sie zum einen als Spezialbeschwörung von unserer Hand beschwören, was auch wieder ein sehr guter Extender, auch als Ergänzung zu unserem stillen Angler ist. Aber viel wichtiger ist auch noch, dass sie einen coolen Friedhofseffekt hat. Denn wir können diese Karte vom Friedhof verbannen, dann bis zu 3 Wassermonster in unserem Friedhof, wenn wir sie wieder ins Deck zurückmischen. Das ist eine ziemlich coole Fähigkeit, mit der wir auch verbrauchte Exis-Monster, wenn wir sie mal wieder im Extra-Deck brauchen, wieder zurück ins Extra-Deck befördern können. Bei dem ersten Effekt müsst ihr noch zusätzlich berücksichtigen, dass wenn ihr sie als Spezialbeschwörung beschwört über diesen Effekt, dass wir für den Rest des Spielzuges nur noch Wassermonster beschwören dürfen. Das schränkt uns insofern ein, als dass wir nicht nur Wasser-Exis-Monster in unserem Extra-Deck drin haben, sondern auch ein paar andere generischere Exis-Monster, die wir potenziell beschwören können. Das funktioniert allerdings nur, solange wir die lautlose Meeresnessel nicht mit ihrem Effekt von unserer Hand beschworen haben. Also von daher, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nichtsdestotrotz ist hier eine wichtige Ergänzung für unser Deck, die einfach ein bisschen die Stabilität gewährleistet, um wirklich noch länger im Spiel bleiben zu können. Die nächste und wirklich auch eine der sehr starke Karte in diesem Deck ist der Exis Schiffshalter, im Englischen Exis Remora. Den können wir speziell beschwören, indem wir 2 Exis-Materialien von einem Exis-Monster abhängen. Und wenn wir das tun und ihn auf diese Weise beschwören, dürfen wir 2 Fischmonster in unserem Friedhof wählen, sie als Spezialbeschwörung beschwören, unter der Voraussetzung, dass wir ihre Effekte annullieren. Allerdings verwandeln wir halt hier relativ schnell 2 Exis-Materialien, die wir nämlich bei unserem Boss-Monster gar nicht unbedingt brauchen, in ein weiteres Exis-Monster, beziehungsweise im besten Falle mit einem weiteren Extender zu 2 weiteren Exis-Monstern. Und das kann am Ende wirklich ein sehr, sehr starkes Feld bedeuten, aus unserer Kragenkrake 2-mal den Bahamut-Hai und dementsprechend über deren Effekt 2-mal den Kröterlich umwerfen. Das sind 5 Monster, die man mal eben für effektiv 2 bis 3 Karten bekommen kann. Also das ist schon extrem stark. Deswegen sollte man den Exis-Schiffshalter hier auch in dreifacher Ausführung spielen. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Karte zu haben. Ja.
Dann noch ein weiteres Wassermonster, was man vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat, aber durchaus in der richtigen Situation als kleiner Mini-Extender helfen kann, ist der Tandygeist Stana. Gerade wenn wir noch ein leeres Feld haben, ist der sehr praktisch, weil er als Level 4 Wassermonster sich sehr gut in unser Deck einfindet. Wir können zwar seinen Zweiteffekt effektiv nicht wirklich benutzen, aber wir brauchen ja auch letzten Endes nur seine Möglichkeit, dass wir ihn halt spezialbeschwören können, sollten wir kein Effektmonster kontrollieren. Das ist schon ziemlich praktisch, weil wir hier auch ein weiteres Extender-Monster haben, um hier unsere beiden Exis-Monster zu bekommen, die oftmals schon ausreichen, wenn wir, wie gesagt, unsere zweite Schlüsselkarte, nämlich unser Gozen-Match, haben, um den Gegner wirklich hart zu beschränken. Ja, dieses Mal habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, mal noch eine der üblichen Handfallen mit reinzunehmen, nämlich dreimal die Aschenblüte und Freudiger Frühling. Müsst ihr nicht zwangsläufig machen. Ihr könnt auch alternativ, wenn ihr den neuen Support aus dem Legendary Duelist Set schon habt, den stattdessen spielen. Aber trotzdem habe ich es mir an der Stelle nicht nehmen lassen, bei einem Control-Deck noch die stärkste der entsprechenden Anti-Karten, also der Handfallen in der Stelle, nochmal mit reinzunehmen. Sieg. Funktioniert auf jeden Fall gegen viele Effekte sehr, sehr gut und kann hier noch dafür sorgen, dass der Gegner es noch ein bisschen schwieriger hat. Von daher habe ich es ja jetzt mal an der Stelle mit reingenommen. Dann kommen wir jetzt zu den Zauberkarten und hier fange ich mal mit der Karte Einer für einen an. Sie ist eine sehr gute Möglichkeit, um uns die Tunderschöne Prinzessin aus dem Deck zu beschwören, damit wir über ihren Effekt wiederum den Kreissegen halt relativ schnell auf das Spielfeld bekommen. Das heißt, hier noch eine weitere Starterkarte für uns. Und ein beliebtes Ziel zum Abwerfen wäre hier entweder die lautlose Meeresnässe, damit wir ihren Friedhofseffekt mehr oder weniger schon parat haben, oder halt ein anderes Wassermonster, was wir gerade nicht so gut verwerten können. Dann habe ich jetzt noch in zweifacher Ausführung die Fertigfusion und einmal die Instant-Fusion noch mit drin als weitere Option und Möglichkeit, ein passendes Level 4 Wassermonster auf das Spielfeld zu bekommen, falls mir mal ein paar meiner Extender fehlen sollten. Und die Karte, die ich halt hier beschwören möchte, ist der seltene Fisch, weil er als Level 4 Fischmonster von der Eigenschaft Wasser her einfach perfekt reinpasst. Von daher kann man hier die Karte in der Ratio, glaube ich, ganz gut spielen. Nur die Instant-Fusion ist vielleicht ein bisschen wenig, wenn man dann nicht unbedingt schnell genug dann auf das Monster kommen kann. Denn man muss halt eine von den beiden als erstes aktivieren, damit man auch die weiteren Effekte noch ohne weiteres nutzen kann von unseren Monstern. Deswegen macht das halt schon Sinn zu gucken, dass man die Karte, eine von diesen beiden Karten, möglichst schnell und auch oft auf der Hand hat, damit man noch ihren Effekten gut nutzen kann. Denn wie gesagt, ab einem gewissen Punkt sind wir ja auf Exis-Monster eingeschränkt, von daher macht es halt schon Sinn, dass wir die Karten auch durchaus öfter spielen, sodass wir unser einziges Fusionsmonster aus dem Extra-Deck auch relativ schnell auch verbrauchen können. Dann kommen wir zu einem weiteren Supportkarte für jedes gute Fisch, sag ich mal, Deck, nämlich der weiße Spiegel. Eine zusätzliche Wiedergeburt, möchte man glatt meinen, die noch ein bisschen besser ist, denn ein weißer Spiegel holt nicht nur ein Fischmonster der Stufe 4 oder niedriger von unserem Friedhof auf das Spielfeld. Nein, wir dürfen auch anschließend ein Monster mit demselben Grundnamen wie das spezialbeschworene Monster von unserem Deck unserer Hand hinzufügen. Und das finde ich halt sehr praktisch, weil wir damit halt kommende Spielzüge mehr oder weniger vorbereiten bzw. unsere Hand so weit verbessern können, dass wir im nächsten Spielzug einfach weiterspielen können. Also von daher, weißer Spiegel hier wirklich eine sehr, sehr starke Karte, die ich definitiv dreimal empfehlen kann. Insbesondere, wenn es gerade mal eine Meeresnessel nicht zur Verfügung steht, um uns passende Karten halt zu recyceln. Zumal man die Nessel auch vielleicht eher dazu nutzen sollte, sich seine Extra-Deck-Monster zu recyceln. Dann komme ich zu ein paar der Standardkarten, die man in diesem Deck noch gut spielen kann, also eher so die generischen Karten. Hier habe ich zweimal den Topf der Begierden, der dank der Bandliste jetzt wieder auf 2 ist, um möglichst schnell an weitere Karten zu kommen. Dann auch noch einmal den Harpchen Flederwisch. Und falls der Gegner es wagen sollte, ein paar böse Handfallen zu spielen, habe ich auch noch einmal vom Grab gerufen mit im Boot. Einfach um hier selbst als Control-Deck nicht dazu, in Verlegenheit zu kommen, dass der Gegner mich hier an der Stelle vielleicht ein bisschen ausboten kann. Mehr braucht das Deck letzten Endes an Zauberkarten auch nicht, weil vieles läuft über die themeneigenen Monster-Effekte. Dann kommen wir jetzt zu den Fallenkarten und hier die erste Fallenkarte, die dafür sorgt, dass der Gegner es richtig schwer hat, ist nämlich das Gozen-Match. Denn in Kombination mit unserem Boss-Monster, nämlich dem Tarnkappen-Kragenkrake, ist der Gegner daran gebunden, dass er noch maximal ein Monster auf das Spielfeld bekommt. Denn der Tarnkrabben-Kragenkrake, das greife ich jetzt schon mal vielleicht ein bisschen vor, um mal auch zu erklären, warum ich diese beiden Karten so spiele,
ist, dass der Krake alle Monster des Gegners oder alle Monster auf dem Spielfeld zu Wassermonstern werden lässt. Und dank dem Gosen-Match zwingen wir den Gegner, dass er nur noch ein Monster effektiv kontrollieren darf, denn er darf nur noch eine Eigenschaft von Monstern beschwören bzw. besitzen. Und wenn der Gegner dann selber kein Wassermonster oder kein wasserlastiges Themendeck spielt, dann kommt er auch nicht wirklich ins Spiel. Denn die meisten Themendecks, die heute so großartig rumrennen, gerade wenn man sich so das Albas-Thema oder das Despia-Deck anguckt oder auch das Schwertseele-Thema, dann sind da nicht besonders viele Wassermonster drin vertreten. Deswegen hat man da wirklich einen extrem starken Vorteil, diese beiden Karten in Kombination zu spielen, weil man so die Möglichkeit hat, den Gegner auf nur noch ein Monster zu reduzieren, das er auf das Spielfeld bekommt. Und dieses eine Monster, was der Gegner letzten Endes besitzt, können wir mit dem Effekt von dem Kragenkraken auch noch zerstören. Und dafür brauchen wir nicht mal Exis-Material, was halt ziemlich cool ist. Deswegen hier Gosen-Match in dreifacher Ausführung. Kann man bei Bedarf, wenn man dann doch mal gegen ein Wasserdeck spielen sollte, einfach rausziden und dafür dann andere Karten reinnehmen. Ich für meinen Teil aber noch drei weitere Karten, nämlich dreimal die unendliche Unbeständigkeit. Dadurch, dass halt das Deck ein Control-Deck ist, ist es auch nicht verkehrt, hier noch eine, ja, sag ich mal, Unterbrechung für den Gegner zu haben. Und hier ist die unendliche Unbeständigkeit wirklich eine der besten Karten, die man dafür nehmen kann. Alternativ, falls ihr die Karte nicht habt, könnt ihr auch auf eine Karte wie Effektversteigern oder ähnliche Karten zurückgreifen, um den Gegner bei seinen Spielzügen ein bisschen zu behindern. Dann kommen wir jetzt zu dem Extra-Deck. Und hier fange ich mit unserem ja gerade schon vorgestellten Bossmonster an, nämlich Nummer 4, Tarnkappen-Kragenkrake. Er ist wirklich eine wichtige Schlüsselfigur unserer Strategie, denn wie gesagt, schon in Kombination mit dem Gosen-Match können wir so ziemlich jedes Deck, was großartig auf Events rumläuft, außer Gefecht setzen, beziehungsweise so stark einschränken, dass es gar nicht mehr großartig mitspielen kann. Mal abseits davon, dass er halt alle Monster auf dem Spielfeld zu Wassermonstern werden lässt, haben wir hier noch die Möglichkeit, als Schnelleffekt einmal pro Spielzug ein gegnerisches Monster zu zerstören, ohne großartige Nachteile, denn er muss kein Exis-Material dafür abhängen, was schon mal sehr, sehr stark ist. Die einzige Bedingung, die wir halt nur haben, ist, dass wir diesen Effekt nur während der Main-Phase nutzen dürfen, aber das ist kein Problem, das reicht in den meisten Fällen aus. Denn so schnell wird der Gegner dann sowieso nicht in die Battle-Phase gehen, beziehungsweise hat auch keine großartige Chance, weil er an dem Monster nicht unbedingt vorbeikommt. Insbesondere, wenn wir ihn über den Hai rechter Hand beschworen haben, weil er dann nicht mehr durch Kampf zerstört werden kann. Also von daher merkt ihr hier schon, der Fokus ist einfach hier, den Gegner daran zu hindern, großartig Monster auf das Spielfeld zu bringen, die ja momentan einen Löwenanteil bei der Strategie vieler Decks bedeuten. Zusätzlich, wenn das Monster zerstört wird, kriegen wir den Gegner auch noch Schaden in Höhe der Hälfte der ATK, die es auf dem Spielfeld hatte, zu. Das heißt, selbst wenn der Gegner es schaffen sollte, ein sehr stark aufgepumptes Monster auf das Spielfeld zu bekommen, haben wir trotzdem noch die Möglichkeit, dieses Monster zu entsorgen, sofern es ATC gewählt werden kann, und fügen dem Gegner noch halt einen ordentlichen Batzen Schaden zu. Das sollte man definitiv nicht verachten. Sie hat aber noch einen weiteren Effekt, denn wenn sie als Exis-Beschwörung auf dem Spielfeld liegt und dann durch den Gegner zerstört wird, sei es durch Kampf oder auch durch einen Karteneffekt, das spielt hierbei keine Rolle, dann dürfen wir Tarnkappen-Kragenkraken-Brut-Monster von unserem Extra-Deck beschwören, abhängig davon, wie viel Exis-Material die Karte noch hatte. Das heißt, wenn wir sein Material noch nicht verbraucht haben, können wir im besten Falle bis zu 2 beschwören. Das reicht in den meisten Fällen auch aus, um den Gegner weiter an seinen Spielzügen noch zu hindern. Er ist zwar nicht ganz so stark wie sein, ja, sag ich mal, Nummerngevatter, trotzdem ist er eine ganz interessante Karte, insbesondere weil wir durch den Effekt der beiden Monster auch die beschworenen Monster jeweils mit Exis-Material versehen können. Das ist eine ziemlich coole Geschichte und hält uns erstmal das Feld ein bisschen stabil am Laufen. Ja. Dann gehen wir mal weiter zu den anderen Optionen, die man hier in diesem Deck noch sehr gut spielen kann. Hier ist der Abyssbewohner sehr gut, um halt Friedhofseffekte halt zu blockieren. Da gibt es nämlich auch ein paar durchaus interessante Aspekte, die man berücksichtigen sollte, wenn man so das Despia-Market-Thema sich halt anguckt. Da gibt es halt einige Karten, die im Friedhof triggern. Die kann man dann mit dem Abyssbewohner sehr, sehr schnell klein halten, falls man den Mini-Lock mit dem Tarnkappen-Krake und dem Gosen-Match nicht auf das Spielfeld bekommt. Dann habe ich in zweifacher Ausführung den Bahamut-Hai, passend dazu zweimal auch das Krötelich umwerfend, um dem Gegner noch weitere Unterbrechungseffekte vor die Füße werfen zu können. Insbesondere, weil wir den Krötelich umwerfen auch entweder mit seinem eigenen Effekt recyceln können oder halt über die Meeresnessel. Ansonsten, falls wir mal nicht auf Wasser gelockt sind, was in den meisten Fällen eigentlich der Fall ist, können wir notfalls auch mit dem guten alten Nummer 41 Baguska noch dem Gegner ein bisschen in die Parade fahren. Ansonsten ist auch Nummer 1 lautlose Ehre Ark eine recht gute Option, um nochmal nicht zerstörbare Monster loszuwerden.
Und wo halt viele Exis-Monster unterwegs sind, ist natürlich auch in den meisten Fällen ein göttliches Arsenal Doppelart Zeus, der Himmel, sondern nicht unbedingt weit entfernt. Denn solange wir nicht auf das Wasser-Attribut eingeschränkt sind, können wir auch diesen Kollegen noch relativ gut und einfach beschwören in diesem Deck. Und wer noch ein paar Euro mehr hat und dem Gegner noch ein bisschen mehr auf den Keks gehen möchte, der kann auch das kleine utopische Package noch mit reinschmeißen in Form von Nummer 11 0 utopische Zukunft und den utopischen Drache Zukunft. Das tut dem Gegner halt auch sehr, sehr gut weh, vor allem weil wir die beiden auch sehr, sehr schnell auf das Spielfeld bekommen, denn zwei Nicht-Nummern-Exis-Monster des Rang 4 sind in diesem Deck kein großartiges Problem. Also das geht wirklich sehr, sehr schnell. Ja, und dann, wie gesagt, das gerade noch vorgestellte Fusionsmonster, der seltene Fisch, um nochmal das Futter für die Instant-Fusion bzw. für die Fertig-Fusion zu haben, ist eher optional. Man kann auch ohne diese Dreier- bzw. diese Vierer-Kartenkombination spielen und sich so noch einen Slot im Extra-Deck freischaufeln, wenn man möchte. Das ist aber dann letzten Endes jedem selbst überlassen. Ja, das wäre dann mein Kraken-Control-Deck. Durchaus ein Deck, was sehr stark sein kann, vor allem wenn man halt mit seiner mächtigsten Kombination aus dem Tarnkappen-Kragen-Krake und dem großen Match starten kann, ist das wirklich ein Albtraum für so ziemlich jeden, gegen jedes Deck, gegen das ich halt spielen darf. Aber jetzt würde mich interessieren, was haltet ihr denn von diesem Deckprofil? Habt ihr noch andere Ideen und Vorschläge, wie man das Deck spielen kann? Vielleicht auch schon erste Vorschläge, wie man den neuen Support aus dem Legendary Duelist Duels from the Deep integrieren kann? Schreibt mir mal ein paar Kommentare unter dieses Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Falls euch das Deckprofil gefallen hat, lasst auch nochmal gerne ein paar nette Likes und Abos auf unserem Kanal da, um auch nichts zu verpassen. Dann sage ich jetzt Dankeschön fürs Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut!